vieles geschrieben worden in den vergangenen Tagen, vieles auch gesagt worden. Und Tim Hauck hat Felix Sturm ganz exklusiv in seinem Trainingslager, aber auch in der Zeit davor und danach begleitet. Sturm Reloaded heißt es heute Abend. From Russia, the young... Nach dem Kampf war ich sehr geknickt. Ich hatte auch mit dem Boxen erstmal abgeschlossen. Felix Sturm will Wiedergutmachung. So wollte ich auch nicht abtreten. Ich habe gesagt, so demotivierend mit so einem schlechten Kampf, mit so einer schlechten Leistung, so einen schlechten Felix Sturm soll ich in Erinnerung behalten. Es gibt keine Ausreden mehr. Keine Ausreden mehr. Was jetzt nun war, war, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Wird aus irgendeinem Grund gut gewesen sein. Also ich habe den Kampf nochmal angenommen, ich habe nochmal eine neue Chance bekommen. Eine neue Chance, seine letzte. In dem Kampf will ich das zeigen, was ich wirklich kann. Den Felix Sturm, den man über die vielen Jahre gesehen hat. Alles oder nichts. Nichts. Und? Alles anders. Zum ersten Mal geht Sturm in ein mehrwöchiges Trainingslager. Ich habe einfach aus Erfahrung von früher als Amateur wusste ich immer, wenn man in den Bergen trainiert, kann man eine ganz andere Kondition trainieren, was ganz anderes. Es ist nicht, dass wir jeden Tag aufs Laufband müssen oder am Rhein laufen. Hier können wir wirklich ganz, ganz anders trainieren. Neue Impulse, neue Reize. Der 37-Jährige überlässt nichts dem Zufall. Das Allerwichtigste war für mich die Ruhe. Wirklich, hier bekommt man gar keinen Alltagsstress mit, keinen Stadtstress. Es ist extrem ruhig, extrem ruhige Tagesabläufe. Wir haben Training, wir essen, wir schlafen. Volle Konzentration auf sich. Der Gegner nebensächlich. Und er hat natürlich jetzt ein bisschen mehr Motivation und Selbstvertrauen, weil er mich geschlagen hat und weil er schon eine Titelverteidigung hatte. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe jetzt auch nicht irgendwie den Fokus auf Fedor gelegt oder auf sein Boxen. Ich konzentriere mich auf mich, ich konzentriere mich auf mein Boxen. Alles für dieses eine Ziel. WM-Titel Nummer 5. Ich will gewinnen, ich will mehr und ich habe die Möglichkeit, noch mehr zu gewinnen. Ich habe die noch mehr zu erreichen. Mein Sohn hat mir gesagt, er möchte, dass ich noch mal ein fünftes Mal Weltmeister wäre. Und all das ist für mich eine zusätzliche Motivation gewesen, noch mal diesen Kampf anzunehmen und ein fünftes Mal eine Weltmeisterschaft zu boxen. Und danach? Die Zukunft offen. Wenn ich verlieren sollte, was eigentlich für mich keine Option ist, worüber ich mir keine Gedanken mache, werde ich natürlich aufhören. Da gibt es keine neue Motivation. Aber ich bin voll und ganz auf Sieg und auf Gewinn ausgerichtet. Seine letzte Chance. Alles oder nichts.